Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Hofnummer auf der Hofbergmann zusammen mit dem Micha, dem Paul, dem Toledo, einen wunderschönen. Hallo. Hallo, hallo, hallo. So, sag mal, wie ist denn das so auf See? Hoffe, ihr habt keine stürmischen keinen stürmischen Landgang, geil. So, ja, make my day, keinen stürmischen Seegang. Schau, du bist doch nicht seekrank geworden. Ja, das hoffe ich genauso. Naja, du, wobei, ne, geht also ja am Freitag los, heute ist Samstag, also heute ist Seetag. Genau. Ist auch hoher See. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, im Normalfall werde ich eigentlich kaum bis gar nicht seekrank. Ich hatte es auf einer Reise, hat es mich mal richtig erwischt, da hatten wir aber auch echt scheiß Wetter. Da hat das Schiff die ganze Zeit gerollt und gestampft. Also Micha weiß, was ich damit meine. Also gestampft anderen, heißt durch die Wellen vorne immer so wieder aufgeschlagen oder was? Genau. Mit dem Kiel? Und genau. Gerollt so von links nach rechts durch den Seegang, oder? Ja, genau. Oh, genau, ja, siehst du, da brauche ich niemanden einen Bootsführerschein, um mir das ableiten zu können. Bin ich gut, oder? Entschuldigung, Kontakt. Hey, aber es gibt so ein paar Tricks, gerade, also ich fahre ja mit der AIDA Nova. Das ist ja ein Pott, der ist ja riesig. Ja. So, und der hat dadurch mal zwei Vorteile. Nein. Wenn er bangt, hört er nicht mehr auf. Nee, zwei Vorteile. Der hat erstmal eine Masse, die sich so schnell gar nicht zum Stampfen und zum Rollen bewegen lässt. Und zweitens hat er eine Länge, die dafür sorgt, dass die Wellen schon verdammt hoch sein müssen, dass das Schiff stampfen kann. Mhm. Nachteil ist, ich weiß den Faktor gerade nicht aus dem Kopf, aber die Segelfläche von der AIDA Nova müsste ums 10- bis 20-fache größer sein als die der Gorch Fock. Und damit ist das Schiff natürlich sehr windanfällig. Ja, dann hast du halt das Hin- und Herwanken, ne? Genau. Das gerade Rollen, bei dem aktuellen Wetter möglich, ja. Genau, das Rollen wäre halt sehr schnell zu spüren. Mhm. Aber auch dafür hat das Schiff technische Mittel. Und zur Not gibt es Reisetabletten, habe ich gehört. Ja, und die sogar kostenfrei an der Rezeption. Na siehst du. Dann läuft doch. Aber auch da gibt es wieder Tricks. Wenn das Schiff rollt, geh so weit wie möglich nach unten. Und wenn das Schiff stampft, geh so weit wie möglich nach hinten. Klar. Macht ja Sinn, ne? Unten rollt es nicht so viel, weil bist ja ganz tief. Und hinten merkst du es natürlich nicht, weil. Hinten wird nicht gestampft. Ja, genau. Nur vorne. Genau. So, das heißt, wenn wir richtig Seegang haben, sitze ich auf Deck 7 hinten an der letzten Bar und trinke einen Kaffee oder sonst was. Dann bin ich halt nicht auf Deck 15 auf der Kabine. So wie alle anderen quasi auch in diesem Moment. Nee, du, sag mal, ich wäre übrigens voll. Weil, ich kipp gerade das Getreide ab. Okay. Weil die Bar, wo ich dann sitzen würde, die ist draußen. Ah. Ja. Und da setzen sich natürlich allen, denen es schlecht geht, keiner freiwillig hin, weil, boah, mir geht's ja schlecht, nee, ich will ins Warme und, Ja, dann gibt's halt die Reisetabletten, ne, da haben wir erst wieder. Nee, ist doch. Wollen wir mal hoffen, dass ihr keinen krassen Wellengang habt. Ja, ich habe schon geguckt, wie es Wetter wird, zufällig? Ja, ich verfolge tatsächlich auf der Seite vom Bundesschifffahrtsamt. Ja. Aktuell die Pegel in Hamburg. Mhm. Also du solltest kein Problem haben, mit deinem Dampfer aus dem Hafen zu kommen. Pegel sollte genug da sein, würde ich sagen. Also, würde ich jetzt mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn sagen, weil wenn ich bei uns hier auf die Felder gucke, oder wir waren heute bei den Urgroßeltern, was ich da an Land untergesehen habe, an Ausgleichsflächen, die einfach, ja, ersoffen sind, muss man einfach sagen, glaube ich nicht, dass der Hamburger Hafen gerade irgendwie mit Tiefgang zu kämpfen hat.
Tiefgang ist nicht das Problem, das mittlere Hochwasser. Hm, darf auch nicht zu hoch sein, damit du auslaufen darfst, oder? Nee, wenn es zu hoch ist, ist der Kai überflutet und dann darf da halt... Ah, so meinst du das? Kommst du nicht an Bord. Ja, all right. So weit habe ich gerade nicht gedacht. Schwimmen. Ja. Ja, und zumal mein Parkplatz ist halt auch direkt auf der Pier. Das, also... Schatz, ne? Das würde ich mir jetzt wirklich zweimal überlegen, ne? Also wie oft man hört so, die Parkplätze direkt so bitte einmal meiden hier, weiß ich nicht, also gut. Ich könnte ja jetzt sagen, ist nicht deiner, ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn er davon schwimmt, oder? Nee, tatsächlich sollte das eigentlich nicht passieren. Steinwerder ist recht hoch, der Pier. Aber, klar, Ja, man weiß es nicht. Aber wollen wir mal hoffen, dass dein Auto auch noch nach der Ankunft da wieder steht. Aber okay, aber du sagst, momentan sieht es noch gut aus mit dem Wetter. Ja, ich hatte Anfang der Woche mal geguckt. Ja, ich musste gerade überlegen, welcher Wochentag heute ist. Ne? Aber gut, ist heute Mittwoch. Ja. Mittwoch. Mhm. Und danke, Micha. Ah, und da sah es gut aus. Das habe ich gesucht, da. Die Wasserstandsvorhersage Nordsee. Ja. Oh. 29.12. wird wieder ein Stand von 90 cm über dem mittleren Hochwasser vorhergesehen. Das ist immer für mich tatsächlich etwas, was ich nie verstanden habe. Ne? Was ist das mittlere Hochwasser und sonst irgendwas? Man möge mir verzeihen... Kann ich nicht. Was sind 90 cm über mittleren Hochwasser? Ab wann ist das hohe Hochwasser? Das habe ich nie verstanden, wenn die Leute sagen, hier so und so. Also das ist tatsächlich in Anführungsstrichen ein bisschen kompliziert. Die Elbe ist ja durch Gezeiten von Ebbe und Flut betroffen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und deswegen gibt es einen Pegel bei mittlerem Niedrigwasser und mittlerem Hochwasser. Also einmal bei Ebbe und einmal bei Flut. Ah, das ergibt Sinn. Und das mittlere Niedrigwasser ist halt der Durchschnittspegel, den die Elbe führt, wenn alles normal ist und normale Ebbe ist. Ich hätte 51, falls du willst. Ja, ich komme schon. Und das mittlere Hochwasser ist halt das Hochwasser, was bei Flut da ist. Ja, okay, verstanden. Und dann normale Flut plus 90 Zentimeter. Okay, ja. Genau, und danke. Ich glaube, in Hamburg wird es erst mit 1,5 Meter über mittleren Hochwasser, also da ist zumindest die erste Warnstufe, 1,5 Meter über mittleren Hochwasser. Ja. Na gut, 1,5 Meter über ist aber, also 90 cm über ist schon mal fast ein guter Meter mehr Wasser, ne? Das muss man sich auch mal überlegen, wie viele Meter Wasser ist. Also wie viele Millionen von Litern das tatsächlich dann ist, damit das auch die Höhe erreicht. Aber ja, du kannst es dir relativ einfach ausrechnen, ne? Bei einem Meter Wasserstandshöhe ist ein Quadratmeter 1000 Liter. Ja, aber ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter es sind. Deswegen, ne, meinte ich, schwierig gerade. Das ist riesig. Das ja, genau. Wir deswegen. Reden davon Millionen von Quadratmetern, ja, die Elbe bedeckt. Deswegen, das ist und schon... Und nicht nur in Hamburg, also... Ja. Das Elbe und das Gezeitenabhängige von der Elbe, das geht ja bis weit hinter bis weit hinter Hamburg noch rein. Ja, das stimmt. Ja, ist schon Wahnsinn, ne? Was das so, dieses, erstmal Ebbe und Flut alles quasi kann und wie viel Regen runtergekommen ist, dass das jetzt da diese Fläche einfach angehoben wurde. Wobei ich gelesen habe, ich habe nur die Headline mehr oder minder gelesen oder den Anfang des Artikels nur überflogen, durch den ganzen Regen. Ein gutes hat es, naja, ob es gut ist, weiß man jetzt nicht, aber positiv, der Grundwasserpegel ist stellenweise dadurch wieder etwas nach oben gekommen. Was uns dann vielleicht im Sommer helfen könnte, wenn es dann wieder so Richtung gefühlte Dürre geht. Ich weiß es nicht.
Ja, das ist tatsächlich einfach. Also die Regenmassen waren jetzt eigentlich zu viel in zu kurzer Zeit. Wie gesagt, deswegen bei uns steht noch alles ja voll. Die Hochwasser, weil die Böden haben das alles nicht aufnehmen können. Ja, ja, ja. Aber man muss dazu sagen, der Regen hat jetzt nachhaltig dafür gesorgt, Grundwasserpegel ist gestiegen. Das dauert auch wieder, um das wieder runterzukriegen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn es jetzt 2 Wochen mal nicht regnet, dass dann der Grundwasserpegel wieder sinkt. Ja, das stimmt. Also es hat, ne, genau, was das angeht, hat es was Gutes. Viele, viele Überflutungen, gebrochene Deiche und sonst was ist natürlich echt, brauchen wir nicht drüber sprechen. Das braucht keiner und wünscht man, glaube ich, auch niemanden. Oder die ganzen Felder, die auch unter Wasser gestanden haben oder noch stehen. Ich glaube, das wird auch dem einen oder anderen Landwirt dann die Stimmung vermiesen, was ich verstehen kann. Aber so fürs Grundwasser muss man sagen, war es jetzt gar nicht verkehrt. Wobei meine Frau und ich schon drüber diskutiert haben. Vielleicht weiß einer von euch das. Es gibt ja so ein paar Tiere, die Winterschlaf machen. Sagen wir mal Igel. Wenn die jetzt aktuell Winterschlaf halten, was ja theoretisch ihre Zeit wäre, und jetzt kommt da so ein bisschen Wasser runter, wachen die auf? Ich will es eigentlich gar nicht wissen, weil ich sage, sie wachen auf und es ist keinem einzigen Igel oder Reh oder sonst was passiert bei dieser bei diesen vielen Regen. Die sind Winterschlaf. Wie bitte? Die erhalten keinen Winterschlaf. Ja gut, aber du weißt, was ich meine. Wenn da viel Wasser runterkommt, kann auch mal so ein Tier irgendwie. Aber ja, ihr antwortet natürlich alle nur, bitte, den Igeln ist nichts passiert. Natürlich passiert den Igeln nichts, weil die wären wach und klettern auf dem Baum, weiß ja jeder Idiot. Deswegen frage ich ja so. Die haben alle ein kleines Notfallschlauchboot dabei und treiben dann auf. Siehst du? Genau, müssen sie mit ihren Stacheln aber aufpassen. Ja, die haben keinen Feuermelder, sondern die haben einen Regenmelder. Ja, und dann macht er und dann sind die aufgepustet und schwimmen die auf den Peitsch. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also auch, nehmen wir Hasen vielleicht. Nehmen wir Hasen, Micha, statt Rehen. Wenn so ein Hase in seinem Bau ist, der vorläuft, weiß ich nicht. Also grundsätzlich... Die Antwort gebe ich jetzt nicht. Ja, besser ist es. Dankeschön. Die leben alle noch. Grundsätzlich haben Tiere fürs Wetter tatsächlich einen 7. Sinn. Wenn du es so nennen möchtest. Die Tiere kriegen es tatsächlich mit, wenn sich das Wetter ändert und auch wenn es auf einmal einen starken Regenguss gibt. Vorausgesetzt, sie sind in dem Moment wach. Wenn sie schlafen, nicht unbedingt. Aber im Normalfall flüchten Tiere vom Wetter. Also, alle Igel sind wach und sind geflüchtet. Natürlich, Uwe. Ja, war jetzt vielleicht ein schwieriges Thema. Hätte ich nicht einschneiden sollen, aber... Da wisst ihr mal, mit was ich mich in meinem Leben beschäftige, ne? Nö, das hätte ich sonst keine Probleme. Gedanken sind doch gar nicht so verkehrt. Also grundsätzlich, es gibt Tiere, die können Erdbeben, Vulkanausbrüche und sowas vorhersagen, ne? Ja, das stimmt. Ja, wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal das Ding, als so starke Unwetter waren, auch mit Hagel und sonst was, wo wir drüber gesprochen haben, dass das auch dann... Der Natur Schaden zugefügt wird, also Natur in Anführungsstrichen, beziehungsweise Klammer auf Wildtieren, Klammer zu. Und da sind wir halt nochmal drauf gekommen, meine Frau und ich, was halt bei diesen doch schon extremen Regen auch der Wildtierpopulation widerfahren kann. Also dass so ein Igel, tja, wenn er schläft, nicht die besten Karten hat, das glaube ich, braucht man keinem erzählen, aber ja, schwierig irgendwie. Zumal das ja keine Sturzregenereignisse waren, sondern über lange Dauer kam. Daher, also Sturzregen würde ich fast sagen, hat der Igel verloren, aber über diesen Dauerregen, der merkt ja auch, oh, mein Bau läuft voll. Sturzregen haben fast alle Tiere und Menschen verloren. Ja, aber bei diesem Dauerregen, der kriegt halt irgendwann nasse Füße und sagt, okay, ich muss abhauen. Wir wollen es hoffen. Und mit dieser hoffentlich gemeinsamen Hoffnung, die wir jetzt aufgebaut haben, verabschieden wir uns einfach und denken wieder an das Rollen und Stampfen vom Anfang. Liebe Leute, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, gerne das Däumchen nach oben nicht vergessen für uns und den Algorithmus. Danke dafür. Macht's gut, bis morgen. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.